So, liebe Zuschauer, jetzt ist es soweit. Es gibt die erste Auflösung von unserer Wo bin ich-Frage von letzter Woche. Und ich mache mich jetzt auf zum gesuchten Ort, hier mit dem Hyundai Ioniq. Den werde ich Ihnen jetzt genau noch vorstellen, den Ioniq 5 genauer gesagt. Und Sie kommen einfach mit. Herzlich willkommen bei Wo bin ich? Dem regionalen Ratespaß bei FRMTV. Exklusiv präsentiert vom Hyundai Autohaus Diepoldiswalde. Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr die Sendung Wo bin ich präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich auf 4 schöne Fahrzeuge und 4 schöne Orte in unserer Region. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Ioniq 5. Und ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Bammel vor diesem Auto, denn ich komme ja aus der analogen Welt. Mein Auto ist 10 Jahre alt und habe gedacht, nee, das ist wohl kompliziert, hier umzusteigen. Aber es ist so einfach. Es ist vieles selbsterklärend. Ich kann mich erinnern, selbst das Einbinden des Handys in mein System war damals noch eine technische Sensation. Und das läuft alles so, alles von selbst, alles erklärt. Ganz tolle Sache. Und wir haben hier zwei 12,25 Zoll große Displays, wo wirklich alles drauf ist, was für den Fahrzeugführer relevant ist. Akkustand und jetzt fahre ich mal rechts ran, ich zeige Ihnen das mal. Hier sehen Sie schon alleine diese Blinker, diese toten Winkelkameras, die hier drin sind. Fantastisch für die Sicherheit, vor allem für Radfahrer. Und dann lege ich jetzt mal ganz schnell den Rückwärtsgang ein. So, jetzt sehen Sie mal, hier sehen Sie genau, wo Sie langfahren werden. In quasi, ja, in Echtzeit ein tolles Bild. Also alle diejenigen, die sagen, ich habe vielleicht Angst vor diesem Umstieg vom Analogen ins Digitale, die kann ich wirklich beruhigen. Es ist eine tolle Sache und Sie wissen ja, man gleitet, man summt quasi durch die Landschaft. Ich zeige Ihnen nochmal und wie Sie hören, hören Sie nichts. Der Blinker, das Klackern des Blinkers ist lauter wie das Motorengeräusch. Das will schon was heißen. Also Ioniq 5. Super Sache. Das puristische Design des Hyundai Ioniq 5 zeigt eine ganz neue Seite der Elektromobilität. Die klare Linienführung und die minimalistischen Strukturen sind ebenso unverwechselbar wie die einzigartige Clamshell-Motorhaube und die LED-Leuchten mit den charakteristischen parametrischen Pixeln. Am Heck bildet das innovative LED-Lichtdesign eine charakteristische Formation aus Rechtecken und macht nachhaltig Eindruck. Atemberaubende Fahrdynamik, Sportwagenbeschleunigung und, wenn gewünscht, Allradantrieb. Dieser Ioniq 5 bietet Leistung satt auf Basis einer Fahrzeugplattform, die einen Meilenstein auf dem Erfolgsweg der batterieelektrischen Mobilität darstellt. So, bevor wir jetzt weiterfahren, zeige ich Ihnen noch mal was ganz Besonderes, denn ich bin jetzt müde. Das passiert ja ab und zu auch den besten Autofahrer. Und was kann man da machen? Man stellt sich hin und versetzt einfach seinen Sitz in eine wunderbare Schlafposition. Und das geht für Fahrer- und Beifahrersitz. So, jetzt kann man erstmal eine Runde schlafen. Und dann müssen Sie ja bedenken, dieser Raum, der ist ja so groß durch 3 Meter Radstand, dass hier ein Raumgefühl ist, als würde man in der großen Wohnstube sitzen. Ach, das ist fantastisch. Ja, das war eine kleine technische Spielerei, wollte ich Ihnen nur mal zeigen. Dazu sind wir ja da. So, und jetzt geht es natürlich auch um die Leistung des Fahrzeuges. Da habe ich mir hier unten einen Zettel hingelegt. Das ist mir einfach zu kompliziert zu lernen. Also mit der Reichweite haben Sie hier bis 481 Kilometer kommen Sie hin. Die Leistung gibt es beim Ioniq 5 bis 305 PS und damit eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 5,2 Sekunden. Wahnsinn. Das werde ich jetzt nicht austesten, denn jetzt geht es weiter zum gesuchten Ort.
Ja, übrigens kann man den IONIQ 5 an der richtigen Ladesäule in 18 Minuten von 10 auf 80% laden. So, liebe Zuschauer, im Flüstermodus ging es jetzt mit dem IONIQ 5 hier zum gesuchten Ort. Und Sie wissen es ja, wir haben ja auch so viele richtige Anrufe bekommen und Mails. Es ist natürlich das DDR-Museum hier in Pirna an der Rottwandorfer Straße. Und ich bin jetzt, mit wem sonst, natürlich mit Conny Kaaten verabredet. Also kommen Sie einfach mit. So, und hier steht er schon, der Chef des DDR-Museums, ach, Conny Kaaten. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Lange nie gesehen. Doch, und wir waren schon wieder. Du weißt das noch? Ja. Ja, ne? Ja. Also das können wir heute ruhig machen. Das war vor dieser schlimmen Zeit. Vor der schlimmen Zeit. Da vergisst man viel. Ja, na gut, du hattest ja auch lange Zeit geschlossen. Leider. Notgeschlossen. Wie so viele. Das DDR-Museum. Gut drüber gekommen über die Monate? Ja, nun muss man ja, ja. Ne, müssen ja alle irgendwie, mal hoffen, es geht wieder los jetzt und ich denke schon. Du hast ja das Glück, dass du eventuell, vielleicht nicht das gemacht hast, auch ein bisschen zaubern kannst in deinem Reich und einiges Neues wieder kreieren konntest. Beim letzten Treffen, das ist nur auch schon 2 Jahre her, hast du gesagt, ja, das, ja, genau. Das und das ist noch in Planung. Was ist das denn geworden jetzt? Also der Plan ist übererfüllt. Sehr schön, das ist Sozialismus. Ja. Das ist Sozialismus. Danke dieser Corona-Sache, ja. Ne, konnten wir ja nicht weitermachen, also haben wir umgebaut. Haben natürlich die Interflucht zum Beispiel, hat ein eigenes Zimmer gekriegt. Mhm. Also ich sag mir, es ist richtig schön geworden. Mhm. Aber auch so ist nochmal in den verschiedenen Ausstellungen nochmal umgebaut worden, besser gestaltet worden. Man versucht das ja immer auch ein bisschen schöner und authentischer zu gestalten. Mhm. Und das, denke ich, ist jetzt mit vielen Sachen, Dresden zum Beispiel oder die 152-Ausstellung von Pirna, das haben wir vergrößert und verbessert. Also ich denke schon, da ja, einfach mal. Wir sind ja hierher gefahren, um nur deine Worte zu hören. Wir wollen natürlich auch Taten sehen. Also lädst du uns mal ein zum kleinen Rundgang, vor allem zu den neuen Neuigkeiten im Haus. Ich sag mal, willkommen in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich komme gern mit. Gut. Da kann ich jetzt stehen, mal hier vor so einem legendären Simson S50. Da werden auch meine Kindheits- oder Jugenderinnerungen wieder wach. Und mittlerweile ist es ja so, dass es eigentlich mehr S50 auf den Straßen gibt, wie moderne wie Fahrzeuge. Die moderne, das Zeug, das pumpt genau. Ja. Also, hast du mal vor, das vielleicht nochmal zu verkaufen, zu Geld zu machen? Ja, ich habe einfach, normalerweise müssten die wieder anfangen zu produzieren. Das ja. Ist das, ne? Ja. Weil das waren ja wirklich formschön, leistungsstark. Und auch vom ganzen Verbrauch und vom Aussehen her sind die doch richtig schön. Auch vom Klang, wenn ich mir heute, ich sage, die Röster so höre, ja. Ne? Nicht gegen die deutsche Technik. Aber du hörst, wenn die in Pirna drinnen losfahren, hörst du hier schon den Krach. Und dann kommen die an mit ihrer 30. Das war doch ein schönes Moped. Dass sie ja jetzt noch fahren, nach ein bisschen Aufarbeitung, heißt ja, die sind langlebig, extrem robust. Ja, klar. Also da können die auch selber ein paar Schrauben und ein bisschen, ja. Bisschen was tun. Und da haben wir auch hier hinten, guck mal, hier steht noch ein Essi. Also die ja. Also auch hier, das ist ein Spatz. Die DDR-Motorräder oder Mopeds, die hatten ja alle so einen Vogelnamen. Ne? Es gab einen Sperrwurm. Die Vogelserie. Ne? Habicht. Ein Habicht. Ja, genau. Dort ist der Habicht. Dort ist der Habicht. Jawohl. Ja. Das war schon leistungsstärker. Ne? Das war schon, ja, das war schon der Große. Ne? Ja. Mensch, also du kommst dich wirklich hier vor, wie beim IFA-Vertrieb beim Moped bestellen. Ist schon schade, ja. Aber ist schon schade, dass so eine Sachen nicht mehr da sind. Ne? Ja. Ich wird es weniger nicht. Jetzt? Die diese ja, ich denke eher nie, weil immer mehr die Sachen noch finden, selbst als Schrott noch ja. Was machen. Die sind ja, ja so, also da muss ich sagen, die Jugend ist noch nie verloren, ja. Weil sie interessieren sich ja doch dafür. Und man hört auch sogar in Schulen dass, oder in Lehrwerkstätten, dass Lehrer mit den Kindern schon die Dinger wieder zusammenbauen genau. Und die mit vollem Interesse dabei sind. Und jetzt gucken wir nochmal schnell diese hier, also auch Erinnerung, Go Trabi Go. Das legendäre Dachzelt auf dem Trabi. Ist das ein echtes? Ja. Ist das richtig funktionsfähig? Die Jacqueline konnte ich nicht haben. Das wäre ja. Die Jacqueline. Das wäre also, das wäre was gewesen. Selbst mit 50 wie sie heute, ne, ja. Die sieht immer noch topfit aus. Das ist ein Original Müller-Dachzelt. Ne? Das ist nie nachgebaut? Nein, das ist ein Original Müller-Dachzelt. Ne? Und ich weiß auch, guck mal hier. Die waren auch vorne gestempelt, wir haben auch den Stempel drauf. Geht die Türe auf? Vielleicht kann die Kamera mal reingucken. Genau diesen Sitzbezug ja, warte mal. Hatte ich das. Im elterlichen Trabant. Wie haben wir denn den Trabi aufgemacht? Also wir haben selber Spaß. Musst du auch irgendwo ziehen, oder? Ja. Ja. Genau. Fantastisch. Das in Erinnerung. Okay, gehen wir weiter. Achtung, ja und zu und? Pass auf, jetzt noch und? Den Klangprobe gegen IONIQ 5. So, hier oben steht es geschrieben, Otto Lilienthal. Das heißt, wir sind? In der Flugzeug. In der Flugzeug. Ja. Genau. Ah. Ja. Mensch, Conny, ich weiß ja, dass hier... alles echt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man an diese Uniform jetzt noch? Schwer oder mit Geld? Mit Geld geht viel. Ja? Ja, also du kriegst schon noch was durch Sammler.
das ist wirklich alles unser, hier sind keine Leihgaben drin. Mhm. Aber es ist wirklich schwierig gewesen. Ich hatte ja ein paar verschiedene Sachen, hatte ich ja schon die Jahre. Mhm. Und es war ja vor Corona schon geplant gewesen, die Interflug zu vergrößern. Aber ja, nur haben wir es eben jetzt im Winter gemacht. Ja. Also diese Vitrinen auch gebaut, extra dafür, weil ja nur diese Puppen kriegst du in keine Vitrine rein. Ja. Und hier haben wir vom Navigator, Flugbegleiter, Stewardess bis zum Flugkapitän. Und da drüben gibt es ja auch noch etwas Interflug-typisches. Da haben wir dann die ganzen kleinen Sachen und ja, was so Ausweise und Mitbringsel sind. Also ging ja los mit der Lufthansa, die hieß ja damals ja. Die Lufthansa. Ja. Und ab 58 dann wurde sie zur Interflug. Und geht eigentlich rüber mit Flugzeugmodellen bis hin zum Airbus, der dann 88 kam. Und dann nach der Wende, oder nach 91, wo die Interflug-Geschichte war, haben sich Kapitäne der Interflug noch zusammengetan. Da haben wir auch dann einen kompletten Lebenslauf von dem Kapitän. Und wurde dann die Berline noch gegründet, 1991 bis 1994 ging die. Und dann, ja. Aber das, also diese Berlin-Uniform, das ist eine wirkliche Rarität. Ja. Aber ja, nur ne, drei Jahre gab es die nur. Da wird kaum noch eine andere da sein. Okay, komm, ein Zimmer gucken wir noch an, so viel Zeit muss sein. Ja, das ist natürlich auch ein Raum, wo ich noch nicht war oder den ich noch nicht gesehen habe. Das kommt mir bekannt vor auch. Lager. Lagerwirtschaft war sehr wichtig da. Plan- und Lagerwirtschaft. Genau. Ja, was gibt es denn hier für leckere Sachen? Naja, vom Fisch bis zum Toilettenpapier, ne, haben wir alles da. Das war sogar hier, sogar auf Zellstoff und Papier Heidenau. 8 Schwänge der Rolle. 8 Schwänge. Ja, 8 Schwänge. Deswegen hat viele das ND genommen. Na gut. Ja, aber alles, was hier an Dosen oder so ja. zu sehen ist, oder Reis und das alles wirklich voll. Aber das hier also, auch die Kabinette stand? Die Kabinette haben wir auch. Das ist alles, ja. Kabinettclub. Aber irgendwann kann man, also es ist ja jetzt alles nur noch, hat das einen besonderen Wert, wenn es gefüllt und zu ja, ist? Oder, ja, logisch. Für Sammler oder gerade Museen ist natürlich, jedes Museum ist ja immer bestrebt dran, wirklich Originalsachen zu kriegen, die auch voll sind, ne, wie hier Worcestersoße oder der Ketchup oder Puddingpulver haben wir wirklich eine Menge mal gekriegt aus einer alten Bäckerei. Ja. Und da haben die uns gefragt, ob wir das brauchen. Da brachten die da 6 so eine Großpackung Pudding. Also ja. Das ist schon eine schöne Sache. Und vielleicht noch, kann man die einmal anheben? Ja, klar. Das kann ich also auch die, noch sind natürlich, diesen, die sind natürlich... Ja, aber diese Marmeladen, Fleischsalat, ne? Das kennen die Alten oder die Älteren bestimmt noch, diese Hartpappe. Genau. In der DDR-Zeiten, das war keine schon. Plastik. Ne? Nee. Waren auch schon weiter wie... Nachhaltig, immer wieder nachhaltig. Ja, genau. Und ich habe sogar gehört jetzt, es soll wieder ein Gesetz kommen, dass gewisse Technik reparierbar ist. Ja, vorwärts, wir gehen zurück. Vorwärts und nicht vergessen, wir genau, gehen zurück. Genau, so, ja, weil es auch Sinn gemacht hat. Konsummarken, wenn ich das nochmal reinhalten dürfte. War auch sowas, ne? Für jemanden, heute also fragen Sie auch noch nach Rabatt. Genau. Konnte man kleben und dann, wenn das Heft voll war, wurde es abgerechnet und dann gab es einen Rabatt. Da hast du aber das Geld wieder gekriegt. Genau. So, eine letzte Station gucken wir noch an. Und dann, wir wollen ja nicht alle zeigen, die Leute sollen ja herkommen ins Museum. Genau. Wo gehen wir nochmal schnell hin? Oh, was gucken wir mal an? Einfach hier hinterher. Jetzt vom Urlaub könnte man Camping noch mal gucken. Camping, Abmarsch. Camping, gut, Camping. Links bitte. So, jetzt sind wir noch mal top aktuell. Die Urlaubssaison kommt, der Sommerurlaub steht vor der Tür. Und wie wurde geurlaubt zu DDR-Zeiten? So, wie wurde geurlaubt? Mit Klappfix, mit Queck, mit Faltboot, mit Klappfahrrad. Kann man reingehen? Ja, klar. Ausnahmsweise. Ja. Fürs Fernsehen geht alles. Nur fürs Fernsehen. Ja, fürs Fernsehen geht alles. Conny, wenn wir schon hier sind, vielleicht mal kurz noch zu den Öffnungszeiten. Wenn man das DDR-Museum hier in Pirna auf der Rottferndorfer Straße besuchen möchte, welcher Tag wäre der beste, wenn es geöffnet? Ja, Tage, die meisten Leute kommen komischerweise, wenn es regnet. Mhm. Aber ich würde nie bei Regen im Museum gehen. Ich gehe, wenn Sonne ist, weil dann habe ich Ruhe und Zeit, weil dann ein Museum nicht so belebt ist. Geöffnet ist jetzt immer wieder in den Sommer, also in der Sommerzeit, Dienstag bis Donnerstag 10 bis 16. 15 ist der letzte Einlass und am Wochenende auch 10 bis 16, also Sonntag, Sonntag. Mhm. Und jetzt kommt immer wieder die Frage, Leute, die das sehen, ich habe im Keller auch noch ein Glas mit Pflaumen von 1973. Ja. Schnell anrufen, DDR-Museum, oder was suchst du denn jetzt wirklich noch? Jein. Na, also wir haben ja nur was rund um Haushalt, ist eine Menge schon da. Mhm. So eine Sachen vom Konsum sehr gerne. Was wir suchen, sind so Süßigkeiten. Na, so Schokoladenfiguren, Süßigkeiten, das ist schwer. Kaffee, das ist schwierig. Haben wir ja selber verbraucht. Ne? Das ja, weil es teurer war. Genau. Ja, klar, weil es teurer war. Ja, ansonsten Action und Dine suchen wir immer noch so diese Kosmetikserien, das Kiss, was so in den 70er, 80er Jahren aufkam. Das sind so eine Sache. Aber manche überraschen uns. Wir haben jetzt, heute Vormittag habe ich 4 Brigadebücher gekriegt von Kernforschung Rossendorf. Das ist natürlich was ganz Interessantes. Okay.
Jetzt wollen wir natürlich auch nicht die Zuschauer länger auf die Folter spannen. Wir haben noch zwei Gewinner zu verkünden. Ich habe den Zuschauern zwei Familienkarten fürs DDR-Museum versprochen. Und dann bezahlst du auch. Ja, das ist wie das ist früher. Man kriegt das aufgezwickt und dann muss man es tun. Genau. Also, gewonnen, okay. Die zwei Familienfreikarten gewonnen hat. Das sehen Sie jetzt eingeblendet. Und dann natürlich noch unseren Dips-Hoodie. Wer den bekommen hat, auch das sehen Sie jetzt. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir unseren kleinen Rundgang. Besuchen Sie das DDR-Museum hier in Pirna. Es lohnt sich, vor allem, wenn Sie ein bisschen vergesslich sind und die ganzen alten Zeiten vergessen haben. Hier werden Sie wieder aufgemöbelt. Genau. Also, und das war die erste Wo-bin-ich-Folge in diesem Jahr. Die nächste folgt, garantiert. Und irgendwann, mein lieber Conny, sind wir wieder bei dir zu Gast. Dann gucken wir uns die neuen Räume an. Mit neuen Ausstellungen. Richtig. Immer in diesem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlich willkommen bei Wo bin ich, dem regionalen Ratespaß bei FRM TV. Exklusiv präsentiert vom Hyundai Autohaus Diepoldiswalde. Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr die Sendung Wo bin ich präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich auf vier schöne Fahrzeuge und vier schöne Orte in unserer Region.